Rahmen der Corona-Pandemie wurden von staatlicher Seite viele Maßnahmen getroffen zur Eindämmung des Virus und die wiederum haben zur Einschränkung unserer Grundrechte geführt. Jetzt ist die Sorge bei vielen Menschen groß, dass dieser Ausnahmezustand zu einem Normalzustand wird und dass unsere Grundrechte dauerhaft gefährdet sind. Frau Tietz, können Sie diese Sorge teilen? Grundsätzlich nein. Denn zum einen bedürfen Grundrechtseinschränkungen ja sehr strenger Rechtfertigung und sie unterliegen gerichtlichen, insbesondere ja auch verfassungsrechtlichen Kontrollen. Und wie die Erfahrungen ja jetzt gerade während des zweiten Lockdowns gezeigt haben, hat diese Kontrolle auch durchaus funktioniert. Es haben immer wieder Gerichte Corona-Beschränkungen für unwirksam erklärt, weil sie eben es an der nötigen Rechtfertigungsgrundlage fehlen ließen oder weil die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen verneint wurde. Das mag jetzt dem einen oder anderen vielleicht zu selten oder zu zögerlich geschehen sein oder ganz im Gegenteil sogar zu weit gegangen sein, aber es zeigt jedenfalls, dass schon die bisherigen Grundrechtseinschränkungen nicht ohne weiteres und uneingeschränkt möglich waren. Und gerade das Bundesverfassungsgericht hat ja auch immer wieder herausgestellt, dass der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz immer mehr an Bedeutung gewinnt, je länger die Einschränkungen andauern. Also insofern scheint meine dauerhafte Beschränkung keine echte Gefahr zu sein. Man muss sich ja auch die Frage stellen, wer würde denn davon profitieren? Die Politiker, die Regierung? Wie könnten Ihnen eine marode Wirtschaft, ein bröckelndes Gemeinwesen und zunehmend unzufriedene Bürger, was könnte Ihnen das nutzen? Die Gefahr, die ich allenfalls sehe, ist, dass man einen gewissen Lerneffekt für die Zukunft daraus hat. Die Bevölkerung hat die Grundrechtseinschränkungen ja während der Pandemie vergleichsweise gut hingenommen. Also könnte vielleicht die Neigung bestehen, dass man bei künftigen Krisen auch wieder sehr rasch zu Grundrechtseinschränkungen greift, weil man sich sozusagen schon mal vorbeugend entschuldigen möchte, um sich nicht vorwerfen lassen zu müssen, dass man etwas versäumt hat, dass man die Bevölkerung nicht rechtzeitig ausreichend geschützt hat. Sozusagen der Grundrechtseingriff als die Politik der Mutlosen. Aber auch insoweit habe ich grundsätzlich großes Vertrauen in unsere Justiz, namentlich in die Rechtsprechung der Landesverfassungsgerichte und des Bundesverfassungsgerichts, die dem mit Sicherheit auch einen Riegel vorschieben würden, wie sie es ja auch in der Vergangenheit schon getan haben. An der Stelle ist mir bei der Vorbereitung so ein bisschen der Gedanke gekommen, also bei dem Thema Ausnahmezustand wird zum Normalzustand. Ich habe mir da gedacht, eigentlich sind meine Grundrechte doch jetzt mittlerweile überhaupt gar nicht mehr eingeschränkt. Ich darf ja alles wieder. Musste mich dann aber selbst bremsen, denn das ist natürlich der Gedanke aus der Sicht einer geimpften Person. Wenn sich jetzt aber jemand aus welchem Grund auch immer weder impfen noch testen lassen möchte, dann ist er in seinem Alltag ja aktuell trotzdem noch sehr eingeschränkt, jetzt wo an vielen Stellen 3G oder gar 2G gilt. Herr Streibel, wie sehen Sie das Ganze? Gibt es einen gewissen Punkt, bis zu dem diese Grundrechtseinschränkungen gerechtfertigt sind und danach nicht mehr? Ja gut, also ich möchte auch sagen, grundsätzlich von der Politik aus, keiner schränkt gerne Grundrechte ein. Wir leben in einer offenen, pluralen Gesellschaft, die auf Freiheit und Freiheitsrechte basiert. Das ist ja, glaube ich, das Ziel, das wir alle haben. Nur war diese Pandemie eine Situation, die keiner von uns vorher kannte. Also man kann sagen, die Politik ist auch kalt erwischt worden von dem Ganzen. Es gab kein Handbuch, wie geht man in einer Pandemie vor. Jetzt nach 1,5 Jahren, im Rückblick muss man sagen, ja, was man anders oder machen hätte können und wo man vielleicht anders vorgehen konnte. Aber damals, also man hatte die Bilder von Bergamo im Kopf, man hatte dass hier eine tödliche Krankheit auf uns zukommt und dann ist es schon die Pflicht des Staates, seine Bürger zu schützen. Und diesen Schutz, den hat man dann also da nach eigentlich bestem Wissen und Gewissen gemacht und versucht, das dann auch umzusetzen. Es war ja so, es waren ja die Grundrechtseinschränkungen ja nicht nur jetzt in Bayern oder Deutschland, sondern die waren ganz Europa, teilweise weltweit.
waren diese Einschränkungen. Und man muss nur dann auch sagen, aus diesen Einschränkungen muss man dann auch wieder raus. Und letztlich kam es dann also zu auch logischen Verwerfungen, gerade bei dem Ausstieg aus den ganzen Einschränkungen, weil dann hatten manche Sachen sind geöffnet worden, manche nicht. Und dann hat es irgendwie nicht gepasst und das hat dann zur großen Verwirrung geführt. Letztlich muss man jetzt aber auch zugestehen, wir brauchen irgendwann den Absprung aus dem Ganzen heraus. Und ich habe gesagt, die Pflicht des Staates ist, seine Bürgerinnen und Bürger zu schützen, insbesondere dann, wenn der Bürger sich selber nicht schützen kann. Dann muss die Gemeinschaft ihn schützen. Jetzt haben wir die Möglichkeit mit den Impfen, dass jeder sich selber schützen kann, beziehungsweise nach 1,5 Jahren Pandemie weiß auch jeder, was er tun muss oder nicht tun darf, um nicht in Gefahr, eine Infektion zu laufen. Deswegen sollte man oder muss man die Verantwortung jetzt wieder mehr oder nicht nur mehr, sondern wirklich in die Hände der Bürgerinnen und Bürger zurücklegen. Deswegen war unsere Forderung auch die eines Freedom Days, zu sagen, wir öffnen jetzt alles, dass dann aber auch mit einem gewissen zeitlichen Vorlauf die, die sich noch impfen lassen wollen auch und schützen wollen, dass die die Möglichkeit haben, sich da zu schützen. Und dann muss man natürlich schauen, dass wir leben ja immer noch in der Pandemie. Dass dann diejenigen, die erkranken, egal mit welcher Krankheit, es gibt ja auch noch andere Krankheiten wie Corona, dass die die bestmögliche medizinische Versorgung haben. Und das muss dann auch, das muss von staatlicher Seite auch sichergestellt werden. Aber letztlich muss man irgendwo dann sagen, jetzt braucht man keine Grundrechtseinschränkungen mehr oder Beschränkungen mehr, dann, sondern jetzt wieder freie Fahrt. Allerdings muss man natürlich auch eines sagen. Es ist wie bei uns, darf jeder, der möchte, darf Auto fahren. Er muss nur als Voraussetzung den Führerschein machen. Wenn er den Führerschein nicht macht, darf er auch nicht Auto fahren. Das heißt, ich will sagen, auch diejenigen, die sich nicht impfen lassen, die werden Einschränkungen hinnehmen müssen, weil sie Voraussetzungen für manche Dinge dann eben halt nicht haben. Also, und das ist gerade jetzt die Sache, wenn ein privater Veranstalter sagt, bei mir kommen nur Getestete und Geimpft und Genesene rein, dann, und ich mache keinen Test, dann komme ich halt nicht rein. Das heißt also, ich habe dann auch in der eigenen Verantwortung, was ich machen kann und was ich nicht machen kann. Also wie gesagt, wie beim Autofahren, wenn ich gerne Auto fahren möchte, aber mich weigere, den Führerschein zu machen, dann darf ich es halt nicht. Und damit muss man dann leben. Also und von so her muss man das dann auch gut überlegen, was macht man. Und an der Stelle möchte ich aber trotzdem aufrufen und sagen, bitte lasst euch impfen, die noch nicht geimpft sind, weil das letztlich auch unser Tor und zur Freiheit ist. Und wir haben jetzt nach meiner Meinung auch schon eine sehr gute Impfquote und können eigentlich den Schritt dann in die Freiheit gehen und das sollten wir auch möglichst bald machen. Und außerdem ist die Impfung weit günstiger als der Führerschein. Das kann man so festhalten. Ob Naja. nun gerechtfertigt oder nicht, es lässt sich feststellen, dass wir jetzt während der Pandemie ja die massivsten Grundrechtseinschränkungen hatten, die es jemals gegeben hat, seit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland. Die Bundeskanzlerin Angela Merkel hat in dem Zusammenhang auch von einer Zumutung für die Demokratie gesprochen. Herr Huber, war denn der Erlass dieser Corona-Maßnahmen, wie beispielsweise der Bundesnotbremse, war der aus Ihrer Sicht immer so gerechtfertigt? War das alles in Ordnung oder wurde die Demokratie und der Rechtsstaat hier vielleicht sogar ein Stück überstrapaziert? Ja, eine schwierige Frage und auch schwer zu beantworten. Zunächst ist es ja Aufgabe der Gerichte, diese Fragen zu beantworten. Ich bin ja nicht mehr aktiv am Gericht, sodass ich also von daher jetzt nicht als Richter, sondern als Privatperson spreche. Ich würde nicht sagen, überstrapaziert. Strapaziert auf jeden Fall ja. Man muss ja sehen, in der Abwägung zwischen dem individuellen Recht des Einzelnen auf Freiheit und dem Schutz der Allgemeinheit ist eine Gratwanderung. Und diese richtige Entscheidungen zu treffen, sowohl für die Politik, also für die Legislative, auch für die Verwaltung und natürlich auch für den Anwender vor Ort und für die Gerichte, ist sehr schwierig. Es setzt voraus, dass man sich intensiv mit den jeweiligen Verhältnissen befasst und letzten Endes dann darauf
hofft, dass ja die Entscheidungen weitgehend richtig sind, die getroffen werden. Wichtig ist aber vor allem auch, und das wurde ja schon wiederholt jetzt angesprochen, dass jeder jederzeit die Möglichkeit hat, solche Eingriffe durch richterliche Entscheidungen zu überprüfen zu lassen. Das ist bei den Verwaltungsgerichten der Fall, das ist bei den Verfassungsgerichten der Fall und in Bayern besonders wichtig und vor allem auch ja, sehr gerne angenommen, die sogenannte Popularklage, die dem Bürger das Recht gibt, wenn er in seinen Grundrechten schlüssig behauptet, verletzt zu sein, das Gesetz anzugreifen beim Bayerischen Verfassungsgerichtshof. Und allein der Umstand, dass sich im Jahr 2020 die Zahl der Verfahren beim Verfassungsgerichtshof verfünffacht hat, zeigt ja auch, dass die Bürger diese Möglichkeit wahrnehmen und dass diese Entscheidung dann ja von Gerichten auch überwiegend im einstweiligen Rechtsschutz, aber dann trotzdem vorgenommen werden. Ich persönlich glaube, dass die meisten der Entscheidungen in Ordnung waren. Im Einzelfall, Frau Dietz hat ja den einen oder anderen Fall angesprochen, konnte man darüber reden, ob das nicht überzogen war, ob dann letztendlich die Gerichte dadurch durch die Vielzahl der Verfahren von der Quantität her überlastet waren. Da kann die Frau Dietz vielleicht zu den ordentlichen Gerichten was dazu sagen. Ich habe die Zahlen vom Verfassungsgerichtshof genannt. Natürlich ist das für die Gerichte eine riesen Herausforderung, die aber zu bewältigen war und zu bewältigen ist. Es wurde ja da in dem Zusammenhang mit diesen Verfassungsklagen gegen die Maßnahmen, die ja zum Großteil in Ordnung gingen, also die Maßnahmen, von manchen Seiten auch die Unabhängigkeit des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe angezweifelt. Können Sie den Zweifel oder die Kritik teilen? Also diesen Zweifel habe ich nicht und die Kritik ist unberechtigt. Es gibt jedes der Gerichte, beginnend vom Amtsgericht bis zum Bundesverfassungsgericht, auch wenn es dort keine gewachsenen Richter alle sind, gleichwohl sind sie alle unabhängig und sie handeln, da bin ich fest davon überzeugt, vom Amtsgericht bis über das Landgericht bis zu den Verwaltungsgerichten, auch bis zum Bundesverfassungsgericht, dass diese Unabhängigkeit der Richter gegeben ist. Und natürlich ist der ein oder andere mal mit seiner Entscheidung nicht zufrieden und dann kommt so eine Kritik an. Aber das ist nun mal der Gang der Dinge, dass wenn zwei sich streiten, wenn einer Recht hat, der andere dann unzufrieden ist und sagt, ja, das Gericht war vielleicht nicht unabhängig genug. Nein, ich bin fest davon überzeugt, dass unser System mit den Gerichten das richtige Kontrollorgan ist für diese Verfahren, für diese Entscheidungen. Und man sieht es ja auch an den Entscheidungen, die ja zum Großteil im Wege der einstweiligen Anordnung, also im Eilverfahren, dann zugunsten der staatlichen Instanzen gewesen sind, weil eben nur eine Folgenabwägung vorgenommen wurde und die Hauptsache erst später, ich gehe davon aus, dass im nächsten Jahr noch viele Verfahren beim Verfassungsgericht laufen werden, die sich mit der Hauptsache beschäftigen. Man sieht aber auch in einigen Verfahren in der Hauptsache, dass hier schon Kritik von den Obergerichten kommt, die hier sagen, so weit geht es halt nicht. Und das System funktioniert und ich bin fest davon überzeugt, dass jede Entscheidung der Gerichte, die handelnden Personen in der Exekutive aufmerksam aufnimmt und natürlich bei der nächsten Entscheidung schon mit berücksichtigt, bin ich jetzt auf dem richtigen Weg oder bin ich in der Gefahr, darüber hinaus zu schießen.